Hallo und herzlich willkommen zur 17. Etappe der Tour de France 2009. Alberto Contador ist der Führende dieses Rennens und auch in der Gesamtwertung. Der Spanier hat das gelbe Trikot inne. Links sehen wir ihn im Bild. Und es sieht aktuell nicht danach aus, als könnte einer seiner Konkurrenten hier ihm nochmal gefährlich werden in der Gesamtwertung. Er hat eine Minute Vorsprung circa vor seinem größten Kontrahenten, vor Andy Schleck. Und es gibt noch ein Einzelzeitfahren und das ist so gar nicht das, was Andy Schleck gut kann. Also von daher, aktuell sieht es alles so danach aus, dass Alberto Contador die Tour de France gewinnen wird. Und es gibt die erste Attacke des Tages. Dries Devenise aus der Quickstep-Mannschaft greift an. Ein paar weitere eher schwächere Fahrer wie Bradley Wiggins, Matthew Lloyd und Enrico Gasparotto folgen ihm. Ja, sind alles... Oder zumindest mal Wiggins und Gasparotto sind auf jeden Fall gute Rennfahrer geworden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, ne, ihr wisst, was ich meine. Wladimir Efimkin, habe ich das nicht noch in der letzten Folge am Ende angekündigt, dass er angreifen wird? Und da haben wir ihn schon, den Russen. Er will den Kampf auf die Bergwertung natürlich bestreiten. Und deshalb seine Attacke. Dann haben wir Cesar Grajales, Sergei Ivanov und auch Simon Gerrans probiert's mit einem Angriff. Ivanov wird wieder eingeholt. Und wir können mal gespannt sein. Wladimir Efimkin probiert hier gleich vom Start weg in die Gruppe zu kommen, um die Bergwertung angreifen zu können. Und jetzt haben wir weitere Attacken. Degen und Aito Hernandez greifen an. Und einige andere wurden wieder eingeholt, die jetzt aber wieder versuchen wegzukommen. Marco Mazzano zum Beispiel. Devenise erneut und auch Grajales. Von Team Rock Racing probiert es jetzt. Vorne haben wir Efimkin und Matthew Lloyd. Das sind also aktuell die beiden Spitzenreiter im Rennen. Ein Silence Lotto Fahrer und einer von Age Desert. Dahinter jetzt Sebastian Joly, der es jetzt auch schafft, zur Ausreißergruppe aufzuschließen. Marzano haben wir dann. Und dann also Malacane ist jetzt neu dabei. Albasini und Ivanov. Und dann kommt auch schon das Hauptfeld. Wenn es jetzt ganz doof läuft, naja gut, die werden nur die hier einholen. Die vier vorne sind immer noch vorne. Also für Wladimir Efimkin sieht es immer noch gut aus, was seinen Plan angeht, die Bergwertung zu holen. Philipp Degen, jetzt nochmal mit einer Attacke. Grajales und Malacane sind jetzt eingeholt. Ich bin mal gespannt, was Rock Racing jetzt machen wird. Ich sehe hier aktuell keinen zweiten. Boah, die Gruppe ist auch klein geworden. What? Die Gruppe ist auch extrem klein geworden. Ach du Zeit. Botero und Sevilla sind noch dabei von Team Rock Racing. Also es wird jetzt schwierig für das Team, hier nochmal eine Attacke zu starten. Muss man ganz klar so sagen. Denn das Hauptfeld ist verdammt klein geworden. So, jetzt die Attacke von Wladimir Efimkin, die wirklich keinen wundern darf. Der Russe greift an und schafft es, hier die Bergwertung für sich zu gewinnen. Dahinter Joly, Marzano. Dann kommt Carlos Sastre, wird hier noch Vierter. Menschhoff auch wieder mit einer Attacke. Wobei ich mich bei ihm immer frage, ey, er kann doch nicht wirklich auf die Bergwertung fahren, oder? Evans kämpft hier auch mit. Moncoutier, Mazzanti und auch Vöckler. Also offenbar sind die hier alle auf die Bergwertung aus. Genauso wie auch noch Tiralongo. Der war ja mal ganz weit vorne in der Bergwertung. Das ist allerdings schon ein bisschen her. So, und aktuell haben wir als alleinigen Führenden Wladimir Efimkin, denn der Rest wurde eingeholt. Von diesen großen Namen, die da angegriffen haben. Und ich bin mir nach wie vor nicht ganz sicher. Oh, Kendall Evans, der scheint richtig Rennen zu fahren. Aber Efimkin wird eingeholt. Auch Sastre, Menschhoff und Vöckler sind eingeholt. Und jetzt haben wir nur noch Kendall Evans vorne. Und der ist jetzt auch wieder vom Hauptfeld geschluckt worden. Na super. Trampusch ist jetzt hinterm Feld. Das ist nicht gut, denn wir haben noch eine ziemlich lange Strecke bis ins Ziel. Was wir aber machen können, ist, wir können ihm sagen, er soll mal chillen, damit er hier in diese Gruppe noch reinkommt. Das wäre doch ganz gut, oder? So, da vorne haben wir ihn. Und darf jetzt hier in der Gruppe mit Benatti und Hausler mitfahren. Das sollte auch möglich sein, oder? Markus Eibegger indes ist sogar noch ganz vorne dabei in der Favoritengruppe. Und momentan gibt es keine Ausreißer. Also 98 Fahrer groß ist die erste Gruppe hier im Feld.
Aber ich denke, es wird sich bald legen. Heute gibt es so viele Wertungen unterwegs. Sprintwertungen unter anderem. Da bin ich auch gespannt, ob hier vielleicht noch ein Sprinter mit dabei ist, der jetzt hier gleich angreifen wird. Zum Beispiel Jérôme Pinot. Der ist nämlich dabei, aber sonst keiner. Es ist der Wahnsinn. Pinot, jetzt 5 Punkte dran am grünen Trikot. Genau wegen solchen Attacken. Der Wahnsinn, der Typ. Also das ist wirklich erstaunlich, wie Jérôme Pinot hier sich sneaky, sneaky ins grüne Trikot fährt. Und das ist einfach nur erstaunlich. Jérôme Coppel jetzt mit der Attacke. Frances Desjeux. Dann Dagan, Devenis und Gasparotto. Auch Wiggins wieder mit dabei. Auch Ivanov wieder mit dabei. Also ähnliche Namen, wie wir sie schon mal gelesen haben heute. Es geht jetzt Richtung nächster Bergrettung. Auch Grachales. Es sind genau dieselben Namen wie vorhin. Okay, Ducke ist, glaube ich, neu dazugekommen. Und auch Thomas Vöckler ist zum ersten Mal mit dabei. Jetzt eine große Gruppe vorne. Die Frage ist nur, wie einig die sich sein werden. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da eine große Einigkeit bestehen wird zwischen diesen Rennprofis. Hinten im Feld wird allerdings auch nicht großartig Tempo gemacht. Insofern mal abwarten. 9 Fahrer jetzt vorne. Wir können hier mal wieder den üblichen Blick machen auf die Gesamtwertung. Platz 48 habe ich da erspäht. Und das ist Thomas Vöckler, 48. mit 20 Minuten Rückstand auf Alberto Contador. Und jetzt greift wieder Dennis Menschow an. Der ist 6. in der Gesamtwertung. Und scheint es ernst zu meinen. Keiner reagiert, es sind ja auch noch 128 Kilometer. Aber Dennis Menschow sollte man nicht einfach so wegfahren lassen. Und der überholt hier gleich alle. Und ist jetzt ganz alleine vorne. Weiß nicht, ob das eine Attacke ist, die vielleicht der Bergwertung gilt. Schon möglich. Falls ja, es wäre ein verdammt großes Risiko, weil in der Gesamtwertung ist der Russe nicht schlecht platziert. Und deswegen ein paar Punkte in der Bergwertung, in der er jetzt eh nicht so die erste Geige spielt. Das wäre schon ein bisschen krass. Vielleicht ist es auch eine Attacke, die der Gesamtwertung gilt, aber dann muss er sich schon sehr gut fühlen. Sagen wir es mal so. Dennis Menschow. Als erster ist er über diesen Anstieg. Thomas Vöckler wird hier wohl Zweiter bei der Bergpreiswertung, so sieht's aus. Dritter dann Aitor Hernandez, Vierter Grajales, dann Matthew Lloyd. Und dann kommt der Rest dieser Gruppe. Jetzt Efimkin nochmal mit einer Attacke, aber der kommt zu spät. Der wird hier keine Punkte mehr kriegen. Oder doch? Oh, doch, er kriegt offenbar noch Punkte. Und damit also Sastre jetzt ganz knapp vorne. Efimkin Zweiter und Dritter jetzt auf einmal Dennis Menschow. Also, ja, wir sollten den Russen hier nicht zu früh abschreiben. Aber es ist jetzt schon ein Harakiri-Angriff, den er hier versucht. Das ist ultra schwer, das Ganze jetzt hier über so eine lange Zeit aufrechtzuerhalten. Ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut. Wie gesagt, aktuell ist er 6. in der Gesamtwertung. Das ist eine Platzierung, die ich jetzt mal nicht ebenso wegwerfen würde. Aber gut, vielleicht denkt er sich, wofür 6. werden, wenn ich auch die Bergwertung gewinnen kann. Ja, er kann es natürlich probieren, ne? Ist ja klar. Eieiei. So, vorne haben wir jetzt nur noch Matthew Lloyd, Hernandez, Vöckler und Grajales. Und dann halt ganz vorne Dennis Menschow. Und der hat jetzt, wie viel hat er? Wie viel hat er denn? Der hat 6 Minuten Vorsprung auf das Hauptfeld. 6 Minuten, damit wäre er sogar virtuell im gelben Trikot. Aber es sind noch 86 Kilometer. Und beim besten Willen, ich sehe nicht, wie er das durchstehen soll. So, Punktewertung holt er sich jetzt auch, die es hier unterwegs gibt. Das heißt, er kriegt hier nochmal 6 Sekunden geschenkt. Das könnte natürlich auch nochmal wichtig werden, aber nur, wenn diese Attacke auch wirklich zum Erfolg kommt. Und ich bin immer noch sehr skeptisch. So, Vöckler holt sich die 4 Sekunden Zeitgutschrift. Und gleich gibt es die nächste Bergwertung. Dennis Menschow ganz alleine vorne. Also man muss schon sagen, der Mut, den er hat, der ist bewundernswert. Und die 4 werden jetzt wohl gleich eingeholt.
Auch die Castepagne-Mannschaft für Valverde ist mit dabei. Klar, der hat jetzt auch Angst um seine Podiumsplatzierung. So, die Ausreißer eingeholt, bis auf einen, bis auf den Russen, Denis Menschow. Der hat jetzt 4 Minuten 15 Vorsprung. Das ist nicht mehr so viel, aber es würde immer noch reichen für einen Sprung in der Gesamtwertung nach vorne. Sagen wir ganz kurz, wieder Getränke, Getränke, Getränke. Alles klar. So, Menschow ist jetzt gleich bei der nächsten Bergwertung angekommen. So sieht's aus. Also auch die Punkte holt er sich. Und hinten wird wahrscheinlich gleich der, da ist er schon, der Brand, der Kampf um Platz 2 entbrennen. Sastre jetzt vor Yefimkin, dann Moncoutier und Evans. Und so rollen sie hier auch drüber. Mazzanti doch dahinter. Damit also jetzt Sastre vorne, Yefimkin zweiter, dritter Menschow. Vorsprung ausfällt, 2 Minuten 46 jetzt für den Russen. Also 3 Minuten jetzt der Vorsprung. Aber Tendenz natürlich fallend. Und das ist auch logisch. Denn was er hier versucht, ist einfach ultra schwer. Tolle Kameraperspektive hier auch. Noch 44 Kilometer, 2,5 Minuten der Vorsprung für Denis Menschow aus Russland. Chris Horner ist gestürzt, okay. War aber der Einzige, der zu Fall gekommen ist. Insofern Glück im Unglück für die anderen Favoriten hier. So, schauen wir mal hier rein. Haben wir hier vielleicht schon irgendwen, der zurückgefallen ist, der hier gar nicht sein sollte? Nö, bislang sieht noch alles gut aus. Hier haben wir das Hauptfeld. Contador ein bisschen weit hinten vielleicht platziert in der Gruppe. Aber macht nichts. Menschow immer noch vorne. Ganz alleine schraubt er sich jetzt hier diesen Berg hinauf. Den vorletzten des Tages. 40 Kilometer hat er noch. 2 Minuten sein Vorsprung. Ist das machbar? Das ist die große Frage. Ich würde natürlich ganz klar sagen, nein. Aber was weiß ich schon. So, hier haben wir Oscar Pereiro, der vielleicht auch nicht ganz uneigennützig fährt hier. Denn er ist, wie gesagt, noch relativ weit vorne in der Bergwertung platziert. Muss jetzt aber schuften für seinen Teamkollegen und Kapitän, für Alejandro Valverde. Schlecht für ihn natürlich. Dann schauen wir auch mal gerne die Hinterfeldperspektive an. Können wir gut sehen, wer jetzt noch alles zurückfällt. Ich glaube, Markus Pfoten haben wir da schon gesehen. Der jetzt also Probleme hatte. Oh ja, hier fallen einige zurück jetzt. Sevilla ist dabei, Pfoten ist dabei, das ist korrekt. Eieiei. Hier hat es jetzt eine ganze Gruppe weggesprengt. Astalosa hat Probleme. Und auch Trofimov. Sieht jetzt nicht mehr so ganz frisch aus. Hauptfeld jetzt noch 23 Fahrer klein. Kazar ist noch mit dabei. Ten Dam, der hat jetzt auch seine Problemchen, wie es aussieht. Zumindest hängt er ganz schön in den Seilen. Auch Kim Kirchen mit Problemen dem Tempo zu folgen. Zumindest lässt er da eine kleine Lücke reißen. Und jetzt macht Pereiro hier Tempo. Menschow immer noch vorne. 1,55. Sein Vorsprung, also noch knapp 2 Minuten. Er hält den Vorsprung irgendwie konstant. Aber wie lange kann das noch gut gehen? Das ist die Frage. Ja, Ten Dam ist doch noch drin. Aber Trofimov ist auf jeden Fall zurückgefallen. Und jetzt fällt die ganze Gruppe raus. Sandy Kazar, Kim Kirchen, Klöden, Moncoutier, Kreuziger, auch Pereiro, auch Michael Rogers. Alle weg. Armstrong ist noch drin. Lance Armstrong ist noch vorne drin in der Gruppe und könnte damit heute eventuell einen Sprung nach vorne machen in der Gesamtwertung. Und jetzt greift Contador an. Aus dem Nichts die Attacke von Alberto Contador. Der hat schon das gelbe Trikot.
Aber hat einfach Bock, Rennen zu fahren, wie es aussieht. Menschow gewinnt die Bergrettung. Zweiter Contador, dann Evans und Sastre. Leipheimer mit der Konterattacke und Andy Schleck. Auf den schauen jetzt alle. Er macht nichts. Valverde macht Tempo. Und Alberto Contador jetzt alleiniger Verfolger von Dennis Menschow. Ein Anstieg kommt noch, danach geht's bergab. Und dann ins Ziel. So, simulieren wir hier gerade mal rein in den letzten Anstieg. Dennis Menschow. Schauen wir mal. Wo sind die anderen? Menschow kommt hier um die Ecke gefahren. Dann schon Contador. Also der ist unfassbar schnell unterwegs. Dann Basso. Jetzt greift Valverde an. Genau in diesem Moment greift Alejandro Valverde an. Aber es war keine wirklich überzeugende Attacke. Evans probiert es jetzt und auch Andy Schleck versucht zu attackieren. Leipheimer versucht zu kontern. Hinten jetzt Pereiro und Kreuziger mit Attacken. Die versuchen natürlich irgendwie wieder reinzufahren. So, und jetzt teilt sich die Gruppe nochmal komplett auf. Contador hat Menschow überholt. 20 Kilometer Marke. Der Russe muss Tribut zollen. Mal schauen, ob er das Hinterrad halten kann. Einigermaßen schafft das momentan. Dann Schleck und Leipheimer. Basso, Sastre, Valverde und Evans kommen etwas ins Hintertreffen. Pellizotti kann da noch irgendwie dranbleiben. Dahinter Cunego, Sanchez, Gerdemann, Armstrong, der jetzt angreift, und Colom. Antonio Colom, wahrscheinlich der Mann, den man hier am wenigsten vermutet hätte bei dieser Etappe. Zumindest so weit vorne noch. Armstrong mit dabei am Hinterrad von Samuel Sanchez. Basso löst sich jetzt von der Gruppe. Ivan Basso schließt auf zu Dennis Menschow. Und ganz vorne, ganz allein, Alberto Contador, der Spanier, El Pistolero, wie er genannt wird. Und der versucht hier so einiges. Dahinter jetzt Basso, dann Menschow. Schleck jetzt zusammen mit Sastre. Also alle quälen sich hier irgendwie so einigermaßen, teilweise schon alleine, den Berg hinauf. Grüppchen für Grüppchen. Nächste Attacke. Schleck hat angegriffen. Andy Schleck. Jo, der bläst jetzt zum Angriff. Contador vorne, dahinter Basso, dann noch Menschow und dann Andy Schleck. Gefolgt von der Gruppe mit Valverde, Evans und Sastre. Gerdemann ist hier auch noch drin, in der Gruppe mit Cunego und Armstrong. So, Contador gewinnt die Bergwertung. Zweiter wird Ivan Basso, dritter wohl Dennis Menschow. Ja, so sieht's aus. Dann Andy Schleck und dann dürfte Sastre als Fünfter über diesen Wertungspunkt fahren. Und damit die Führung in der Bergwertung wohlbehalten, oder? Ja. Nein! Was? Menschow übernimmt die Führung in der Bergwertung. Oh, nicht schlecht. Contador Dritter auf einmal. Also auch der könnte nochmal gefährlich werden. Menschow auf einmal mit der Führung in der Bergwertung. Durch diese Attacke heute. Das war mutig, aber es zahlt sich eventuell aus. 10 Kilometer noch für Alberto Contador. Kann er diese Etappe jetzt auch noch im Solo gewinnen und damit den Tour de France-Sieg zementieren? Das ist die Frage. Ich denke mal, wenn er das schaffen würde, dann gibt es wohl keine Zweifel mehr. Dann gewinnt er diese Tour de France. Es sah lange Zeit gar nicht mal so gut aus für den Spanier. Schleck war im gelben Trikot und er hat nicht den besten Eindruck gemacht. Aber jetzt scheint er wohl gegen Ende der Tour nochmal alles umzukrempeln. 5 Kilometer Marke für Alberto Contador. Was haben wir hier? Das ist die Gruppe mit Oscar Sevilla. Okay. Die jetzt wohl als Hauptfeld gilt. So, Contador haben wir vorne. Dahinter Basso, dann Schleck und Menschow. Und dann immer noch die Gruppe mit Valverde, wo jetzt auch Cunego mit reingekommen ist. Also der hat den Sprung geschafft, eine Gruppe nach vorne zu kommen. Und Contador ganz vorne. Und er gewinnt diese Etappe. Er gewinnt diese Etappe sogar mit einem ziemlich großen Vorsprung. Kann jetzt jubeln. Und Alberto Contador gewinnt Etappe Nummer 17 der Tour de France 2009. Ivan Basso wird Zweiter. Starke Leistung von ihm. Dann der Sprint um Platz 3. Den holt sich Dennis Menschow. Ja, das ist verdient. Vierter Andy Schleck. Dann Cunego, Evans, Pellizotti. Oh, Leipheimer war da, glaube ich, noch mit dabei. Gerdemann-Gruppe kam danach. So, Pereiro jetzt im Ziel. Und dann stürzt Moncontier hier. Im Schlusssprint.
Sandy Cazar stürzt drüber. Uff, wie bitter. Moncoutier kann weiterfahren, aber das hat ihn jetzt natürlich unnötig Zeit gekostet. Und dasselbe gilt für den Franzosen Sandy Cazar, der jetzt hier richtig aus dem Tritt gebracht wurde, mit Sicherheit eine Minute verloren hat, alleine wegen diesem Sturz. Sehr bitter. Ja. Staatsengruber ist mal wieder der ganz, ganz Letzte. Ach, ich fürchte, heute wird's das gewesen sein für den Ösi. Für Harald Staatsengruber. Die anderen beiden kann ich leider nicht mehr zum Getränke holen schicken. Ich glaube, heute wird es das gewesen sein für Staatsengruber. Das Zeitlimit wird heute wahrscheinlich ein bisschen anderes sein. Und damit wird es schwierig für ihn. Eibegger und Trampusch, da habe ich allerdings ganz gute Hoffnungen, dass die es wirklich ins Zeitlimit schaffen bei dieser Tour. So, 14 Kilometer noch für Staatsengruber. Größtenteils bergab und flach. Das sollte er jetzt auch schaffen. Und dann schauen wir mal, ob er heute wieder das Zeitlimit irgendwie noch überlebt hat. Oder ob es das war für den Österreicher. Schauen wir mal. Etappensieg auf jeden Fall für Alberto Contador. Couragierter Auftritt, mal wieder vom Spanier. Er hätte nicht attackieren müssen, aber er hat sich wohl gut gefühlt und hat es getan. Und es wird belohnt mit dem Etappensieg. Und natürlich damit einhergehend baut er seine Führung aus in der Gesamtwertung. Starker Auftritt von Contador. Er lässt hier keine Zweifel mehr offen, dass er der Stärkste ist bei dieser Tour de France. Und damit kann er sich heute über den Etappensieg in Gelb freuen. Nochmal die Draufsicht von vorne. Da kommt der Solo-Sieger also, Alberto Contador von Astana. Ja, zweiter Basso, starkes Rennen. Menschow mit einer irre langen Soloflucht. Auch starker Dritter. Dann Andy Schleck, dann Kunigo auf Rang 5. Evans, Pellizzotti, Leipheimer, Valverde und Sastre. Die Top 10 des heutigen Tages. In der Gesamtwertung also Contador vorne jetzt vor Andy Schleck. 3 Minuten 14, Valverde 4 Minuten 15. Basso rutscht einen Platz nach vorne. 4 Minuten 37 sein Rückstand. Dann Cadel Evans auf Rang 5. Menschow behält Platz 6 und den Rest schauen wir uns gleich an. In der Punktewertung führt nach wie vor Daniele Benatti. Allerdings ist Pinot jetzt noch näher rangekommen. 5 Punkte Rückstand nur noch. Für den Franzosen irre, was der hier macht. Und ich bin wirklich gespannt, wo seine Reise endet. Dennis Menschow, auch das war irre. Mit einer riesen Soloflucht hat er einige Punkte geholt und führt jetzt in der Bergwertung völlig überraschend vor Sastre und Contador, der punktgleich mit Evans auf Rang 3 liegt. In der Nachwuchswertung führt weiterhin Andy Schleck. Das bleibt so langweilig wie eh und je. Und in der Teamwertung führt Liquigas jetzt nur noch ganz knapp allerdings vor Astana. Dritte Mannschaft ist Castepagne. Und damit also Contador Etappensieger und weiterhin im gelben Trikot. Wir schauen nochmal ganz kurz. Yo, einige haben heute das Zeitlimit leider nicht geschafft. Das sind Kyle Leo Grant und Rashan Bahati von Team Rock Racing. Harald Staatsengruber ist raus. Hans Deckers, Angelo Furlan und Francesco Chicchi. Und damit schauen wir natürlich in der Gesamtwertung mal nach. Sebastian Hinault von Ajou de Zella Mondial. Jetzt der neue Letzte, die neue Laterne Rouge hier im Rennen. Sebastian Hinault, 4 Stunden, 32 Minuten, sein Rückstand auf Alberto Contador. Ja, Sechster also Dennis Menschow, der hat seinen Platz verteidigt, trotz eines sehr waghalsigen Auftrittes. Siebter Carlos Sastre, 8. Lieber Leipheimer, 9. Linus Gerdemann, 10. Damiano Cunego und 11. Schau mal an, Lance Armstrong. Und gerade hier ist es noch sehr, sehr eng, da kann noch einiges passieren. Und Armstrong rutscht vielleicht noch unter die Top 10. Denn jetzt kommt ein Zeitfahren und das kann er ja. Damiano Cunego eher nicht so. Schauen wir mal. Als nächstes also Etappe 18. Ein Einzelzeitfahren. Das dürfte spannend werden. Wir sehen uns dort.